Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und wir reden heute über Höhenangst. Und zwar reden wir heute über Höhenangst und den VIX. Und wie das alles so miteinander zusammenhängt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video, aber nur, wenn ihr dran seid. Ich habe in unserer Facebook-Gruppe Die Optionshändler einen Beitrag gelesen, der auch sehr heftig kommentiert wurde. Und an dieser Stelle einen herzlichen Gruß an alle, die in unserer Facebook-Gruppe sind. Ja, zigtausend Mitglieder mittlerweile, ich glaube 3.500 oder 4.000 sogar. Wahnsinn, also wirklich ganz tolle Beiträge, immer viele, viele aktive Mitglieder. Wenn du dich fürs Thema interessierst, geh unbedingt auf Facebook Die Optionshändler. So, und spannende Sache, und zwar hat ein Teilnehmer hat so sinngemäß geschrieben, wir sind ja jetzt gerade im S&P auf Allzeithochs und deswegen überlegt er jetzt, Calls zu kaufen auf den VIX. Ne? Calls zu kaufen auf den VIX, das heißt, wenn du einen Call kaufst, spekulierst du ja auf steigende Preise. Und seine Überlegung, die er hat, ist natürlich folgende, nämlich er sagt, okay, S&P im Allzeithoch, der VIX entsprechend niedrig und wenn das natürlich jetzt irgendwann sich mal wieder dreht, das heißt S&P kommt ein bisschen runter, VIX geht ein bisschen nach oben, dann, ich lasse mir hier nebenbei, vielen herzlichen Dank, ich lasse mir einen Espresso dazu reichen. Wir müssten übrigens, schreibt das mal in die Kommentare rein, sollen wir mal wieder Espresso-Talk machen? Wir haben lange keinen Espresso-Talk gemacht. Also wenn ihr wollt, dass wir wieder einen Espresso-Talk machen, dann schreibt das rein und es ist jetzt auch hier kein Fake, ne? Also es ist wirklich echter Espresso. So, und das heißt, als S&P geht runter, würde natürlich der VIX nach oben gehen. So, grundsätzliche Überlegung ist gut. Jetzt komme ich nochmal natürlich mit meinem Einwand und sage, okay, das hat was mit Höhenangst zu tun. Ja, das hat was mit Höhenangst zu tun. Und zwar Höhenangst bezeichnen wir hier im Büro immer so, wenn sich Anleger davor fürchten, neue Hochs zu kaufen. Ja, wobei es gibt eigentlich nichts Bullischeres als ein neues Hoch. Und ja, es stimmt aber natürlich auch, dass jeder Crash mit einem neuen Allzeithoch begonnen hat. Weil irgendwann ist halt ein Allzeithoch, dann fangen die Märkte an zu fallen, dann fallen sie immer noch ein bisschen mehr und irgendwann crashen sie. Das heißt, das eine bedingt auch das andere. Also du kannst keinen Crash haben, wenn du vorher 5 Jahre lang gefallen bist, sondern ist der Crash schon längst da gewesen. So, aber darum geht mir es jetzt gar nicht. Sondern es geht mir darum, macht es wirklich Sinn, jetzt Call-Optionen auf den VIX zu kaufen. Und das sage ich aus meiner Sicht heraus nur bedingt, weil, und da zeichne ich euch mal was auf, hier, wenn wir uns den VIX mal anschauen, also ihr kennt alle den VIX, da habt ihr alle Charts dazu, das müssen wir jetzt auch nicht einblenden, dann wisst ihr, dass der im Grunde genommen in Bahnen verläuft, ne, oder beziehungsweise in Zyklen verläuft. Das heißt, wir haben irgendwo hier einen durchschnittlichen Preis des VIX. So, der ist übrigens, der liegt so im Bereich 15, 16. Das ist so, wenn man den VIX ganz lange zurückrechnet und schaut sich das, oder beziehungsweise anschaut, den gibt es ja jetzt schon seit Anfang der 90er Jahre und schaut sich das an, dann gibt es irgendwie so einen Mittelwert, irgendwie, was weiß ich, sagen wir 15 ungefähr. Ne? So, und dann verläuft der in Bahnen. Das heißt, der ist manchmal zu hoch und manchmal ist er zu tief und dann geht er wieder nach oben. So, also wie so eine schöne Sinuskurve. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das stimmt ja so nicht ganz, weil, wenn wir uns den VIX mal tatsächlich anschauen, dann ist es eher so, der ist eine ganze Zeit niedrig, dann gibt es mal einen Anstieg nach oben, dann kommt er wieder nach unten, dann ist er wieder niedrig und dann gibt es wieder den Anstieg nach oben. So, und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe Höhenangst und deswegen glaube ich, dass der VIX jetzt ansteigen wird, ja, dann hast du immer ein Problem. Und zwar ist es das Timing-Problem, weil an dem Punkt hier, an dem der VIX dann sehr, sehr stark angestiegen ist, also wo dann auch mal schnell 100% oder 200% steigt, ne, das kann ja durchaus passieren. Ihr erinnert euch alle noch ans Jahr 2018, der VIX an einem Tag 100% angestiegen. Und sowas wird es auch in Zukunft wieder geben. Das Problem ist bloß folgender. Wenn du wüsstest, dass der Punkt hier genau derjenige ist, von dem es dann nach oben geht, dann wäre der Kauf von VIX-Calls eine Sensation. Das wäre ein sensationell guter Trade. Warum? Du würdest dein Geld vervielfachen. Weil wenn das Underlying schon alleine mal um 100% oder so steigt, oder um 50%, das würde ja schon genügen, dann könntest du natürlich mit Call-Optionen auf den VIX oder noch besser, du kaufst dir VIX-Futures, dann könntest du natürlich wirklich richtig absahnen. Was ist aber das Problem? Zu dem Zeitpunkt hier war der auch schon zu tief. Zu dem Zeitpunkt hier war der auch schon zu tief. Ne?
Und was du eben nicht weißt, ist, wann fängt er denn an zu steigen? Warum eigentlich nicht hier? Warum eigentlich nicht hier? Warum jetzt erst hier? Ja? Und das ist wirklich problematisch. Und da gibt es auch keinen vernünftigen Indikator, wo man sagen könnte, da geht es mal nach oben. Und wisst ihr, was der beste Beweis dafür ist? Immer wenn das hier passiert, ne, liest du von irgendeinem Hedgefonds, der in der Woche davor, in den 14 Tagen davor, riesige Call-Optionen auf den VIX gekauft hat. Und dann machen die Jungs irgendwie mit, was heißt riesige, aber die kaufen dann mal irgendwie für 200.000, 300.000, 400.000 Dollar, kaufen die dann mal Calls und machen dann mal 20 Millionen. So, und das steht dann in allen Zeitungen oder in Traderkreisen, wird das dann rumgereicht, hey, das sind die wirklich die Guys, die richtig Ahnung haben und die sind richtig cool. Das Ding ist bloß, warum kaufen die denn beim nächsten Mal dann nicht für 20 Millionen, weil die haben sie ja jetzt verdient, warum kaufen die nicht beim nächsten Mal für 20 Millionen Options oder Calls auf den VIX und machen dann eine Milliarde draus? Warum? Weil es Glückstreffer sind. Es ist purer Zufall. Es ist Lottospielen. Ne? Das heißt, gibst du den Lottoschein hier ab oder hier und das weißt du nicht. So, und deswegen ist es immer noch so, dass die viel, viel bessere Variante ist, wenn du den VIX handeln willst, ne? Dass du sagst, warum wettest du denn darauf, dass ein Ergebnis eintritt oder ein Ereignis eintritt? Wenn du jetzt Calls auf den VIX kaufst, dann wettest du darauf, dass er steigt. So, das heißt, es muss auch eintreten. Wir wissen aber, wenn das hier kommt, passiert auch das. Aber wenn das hier kommt, passiert auch das. Das Tolle ist bloß Folgendes. Diese Phasen hier sind viel, viel kürzer und die kannst du viel, viel besser berechnen, weil du kannst dich hier auf die Lauer legen. Du liegst die ganze Zeit hier auf der Lauer und sagst, ich warte mal, dass die Volatilität ansteigt. So. Du machst aber nichts in der Zeit, das heißt, du verlierst auch kein Geld. Du kaufst hier Calls, verlierst Geld, verkaufst hier Calls, verlierst hier Geld, kaufst hier Calls, gewinnst vielleicht Geld. Das kann aber hier auch 20 oder 30 oder 50 Mal passieren. Das kann jahrelang, ne, es gibt Zeiten, da ist der VIX 5 Jahre lang unten geblieben und erst dann ist er angestiegen. So, wenn du im ersten Jahr anfängst zu kaufen, ist dein Geld alle, wenn es losgeht oder du hast keine Lust mehr. So, das hier oben, schau dir einfach den VIX rückwirkend aus den 1990er Jahren an. Da hast du keine Zeiten, wo der hier jahrelang oben bleibt. Du hast nicht mal ein halbes Jahr, wo er oben bleibt. Du hast Wochen nur, vielleicht nur Tage, wo er wirklich so ganz extrem nach oben geht. Und deswegen ist es viel besser, dass wir quasi uns so ein bisschen verhalten wie ein Raubtier, das sagt, ich lege mich auf die Lauer und wenn was passiert, wenn quasi die Beute vorbeikommt, die Beute ist in dem Falle die angestiegene Volatilität, bam, dann gehen wir rein und dann verkaufen wir diese Volatilität. Das macht viel, viel mehr Sinn, als zu sagen, ich wette jetzt darauf, dass hier mal irgendwas passiert. Ne? Weil das ist Lotto, das ist reine pure Spekulation und das hier oben ist eigentlich ein relativ kühles Investment und du kannst diese Angst hier oben sogar sehr gut messen. Das hier unten, das kannst du nicht messen oder nur sehr, sehr schwer. Und deswegen ist das hier das viel, viel Bessere. Und das ist übrigens auch das, was die großen Jungs machen. Ne? Also was große Hedgefonds machen, was so Leute wie bei Goldman, bei JP Morgan und so weiter, was die machen, die verkaufen dann knallhart diese hohe Volatilität und die machen nicht das hier unten. Okay? So, und deswegen habt keine Höhenangst, ne, sondern wartet lieber, dass es die Höhe im VIX erscheint und dann haut oben drauf. Das ist viel, viel lukrativer und es ist vor allen Dingen auch viel risikoärmer. Aber das versteht man nur, wenn man Optionen handelt. Alle anderen verstehen das nicht. Da ihr aber hier zuschaut, versteht ihr das alle. So, und wenn du es wissen willst, Mensch, wie funktioniert das jetzt mit dem ganzen VIX? Ne? Wenn du sagst, wie kann ich das am besten handeln? Auch da haben wir Lösungen, Angebote. Nutze hier unten den Link www.optionsstrategien.com/Termin. Trag dich da ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch und dann zeigen wir dir Strategien auf, wie du das umsetzen kannst. Und wie du das dann auch beim nächsten Mal, wenn sowas hier wieder passiert, für dich lukrativ nutzen kannst. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Optionshandel, entweder in die Facebook-Gruppe schreiben oder auch gern hier rein. Ich lese mir nach wie vor jeden einzelnen Kommentar durch, auch wenn ich nicht zu jedem antworte. Also, bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Wir sind aber heute wieder lustig hier mit Espresso-Talk und allem. Ja?